Willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney in der Trilogie Varianten Dingsbums. Und wir befragen weiterhin Maya. Sie sagten, sie hätten ihr Gespräch mit ihrer Schwester auf ihrem Handy aufgezeichnet. Kann ich das mal hören? Einverstanden. Oh, fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Tut mir leid. Oh, ja, natürlich. Wenn ich Inspektor Gumshoe das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher. Danke. Mayas Notizen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Der Tag des Mordes. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid, ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss. Nein, ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. An dem Morgen rief mich meine kleine Schwester an. Meine Schwester an. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Ist die Uhr der Denker, die Derry gemacht hat. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Ja, Phoenix, genau. Das definiert einen Serienmord. Wann sind Sie im Büro angekommen? Es war so gegen 21 Uhr. Das Licht war aus und es roch noch Blut. Dann habe ich sie gefunden, meine Schwester. Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Also sind Sie ein Akolyt, ein Medium in der Ausbildung. Genau. Die Frauen der Familie Fay waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Moment, Sie sagten, Familie Fay. Also hatte Mia auch damit zu tun. Natürlich. Sie verließ den Berg, um ihrer Karriere zu folgen, wie sie sagte. Die Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Warten Sie. Was ist denn? Sie sind also ein richtiges Medium mit übernatürlicher Wahrnehmung und all dem. Ja, in der Ausbildung. Nun, dann könnten Sie doch mit Mias Geist Kontakt aufnehmen, oder? Dann können wir Sie einfach fragen, wer Sie getötet hat. Entschuldigung? Ich bin neu in der Ausbildung. Auf diesem Niveau kann ich noch nichts machen. Das wäre ja auch einfach gewesen. Warum fragt ihr nicht einfach deren Mutter? Meine Güte. Ja, stimmt was nicht. Ich frag mich nur, würde ich Sie um einen Gefallen bitten? Das ist die Adresse eines berühmten Anwalts. Meine Schwester hat sie mir vor langer Zeit gegeben. Gesagt, dass ich ihn anrufen soll, falls ich jemals in Schwierigkeiten gerate. Nun, ich stecke in Schwierigkeiten. Könnten Sie vielleicht fragen, ob ich mich vertreten könnte? Klar, wieso nicht? Ich werde ihn fragen. Vielen, vielen Dank! Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Was mit Ihren Eltern? Ich verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Vielen Dank, die Verhandlung ist morgen um 10 Uhr. Was? Morgen? Was ist, wenn dieser Typ ablehnt? Sie sagten, wenn ich niemanden finde, wählt der Staat einen Verteidiger für mich. Wann haben Sie Zeit dafür? Bis heute Nachmittag 16 Uhr. Die Besuchszeit ist fast vorbei. Ich sollte mich beeilen. Gut, ich bin bald wieder da. Ach du Scheiße. Versuchen. Eine Kamera, bitte lächeln. Dieser Wachmann überwacht den Berufsbesucherraum. Hat sich noch kein bisschen bewegt. Ein echter Profi. Wir noch was präsentieren. Entschuldigung, was habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte Sie noch bezüglich der Mordwaffe fragen. Armes Schwesterherz. Vielleicht frage ich Sie jetzt nicht danach. Das lag neben der Leiche der Chefin. Ich habe das auch gesehen. Man sagte mir, dass es sich dabei um Teil einer kaputten Stehlampe handelt. Ja, das scheint zu stimmen. Vor einer kaputten Lampe höre ich zum ersten Mal. Erinnern Sie sich an diese Quittung? Sie meinen die mit meinem Namen drauf? Haben Sie eine Ahnung, warum Sie... Absolut nicht. Vertrauen Sie mir? Vertraue Ihnen. Warum? Denken Sie nicht auch, dass ich es war? Nein. Es ist nur so ein Gefühl, aber... Der Inspektor denkt, ich war es. Ich will Sie nach Ihrem Handy fragen. Dieser Inspektor hat es genommen, als die Polizei mich verhaftete. Dort Gumshoe ist. Ich werde versuchen, das zu bekommen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. So, haben wir eine neue Redeoption vielleicht? Kriegt man manchmal, wenn man was präsentiert. Nein, gut, dann gehen wir zum Mr. Grossberg. Der ist grauenvoll. Ich glaube, der ist später auch nochmal in einem Mord verwickelt. Also schön dieses Bild hier einprägen, das wird noch wichtig. Und wenn ich Bild sage, meine ich Bild. Ich werde euch das so einen kleinen Tipp geben. Ja. Die Vorzimmerdame sagte, der Chef sei außer Haus. Sie konnte mir nicht sagen, wann er wiederkommt.
Es ist bestimmt nicht leicht, sich um alles zu kümmern, wenn man ein berühmter Anwalt ist. Nicht zu vergessen, der Aufwand, eine solche Kanzlei zu unterhalten. Schätze, ich sollte einfach später wiederkommen. Dieses Bild hat mich vom ersten Moment angestört, als ich das Büro betrat. Die Ölfarbe ist so dick aufgetragen, dass ich fast keine Luft kriege. Ich schätze, bei seinem Wert bleibt einem auch die Luft weg. Ich kann mir gut vorstellen. Ein Tisch für Klienten. Ein elegantes Ebenholz-Etui und wenn ich mich nicht irre, ein Feuerzeug aus massivem Gold. Man könnte sagen, hier hat jemand so viel Geld. Ja, stimmt. Schöne Pflanze. Eine teure Topfpflanze. Keine Ahnung, was für eine. Aber wahrscheinlich die teuerste, die es gibt. Ja, davon kann man wohl ausgehen. Ich wollte ja... Da, das ist das Regal. Teuer aussehende Regale aus Mahagoni voller teuer aussehender Bücher. Komisch, die sehen nicht aus, als wären sie je gelesen worden. Sonst wäre es ja auch nicht mehr schön. Toller Tisch. Ein solider Schreibtisch aus Mahagoni. Das aufpolierte Holz weist einen tiefen Glanz aus. Auf. War das alles? Gut, müssen wir dann jetzt Maya sagen, dass er nicht da ist, oder wie? Ja, wir können nochmal vielleicht in der Anwaltskanzlei gucken, ja. Und sowas kommt, ist immer was Neues. 6. September, Anwaltskanzlei Fay und Partner. Das Büro wimmelt von Polizisten. Alle suchen fleißig nach Spuren. Hey, sieh da! Das ist ein Tatort, Freundchen! Betreten verboten! Entschuldigung, kenne ich Sie nicht irgendwoher? Warten Sie, Sie sind dieser Butz, nicht wahr? Nein, nein, Phoenix Wright. Kann man mich nur mit Larry verwechseln. Ah, schätze, ich habe den Namen verwechselt, Herr Wright. Tut mir leid. Dieser Butz, das war ein Mörder. Und Sie sind kein Mörder, stimmt's? Deine Unschuld wurde bewiesen. Genau. Und Sie sind... Gumtree, nicht wahr? Inspektor Gumtree? Gumtree? Komm, wir wechseln auf Bäumen, Freundchen. Doch, eigentlich schon. Und ich habe ihr das Sagen, also fordern Sie Ihr Glück nicht heraus. Wie Sie meinen, Inspektor. Wie dem auch sei, Vorsicht mit meinem Namen. Bilden Sie sich ja nicht ein, mich Dick nennt. Hey, Dick, komm mal rüber. Ja, jawohl. Bin gleich wieder da. Sie sind die Anwalt, richtig, Freundchen? Wenn Sie ja was zu erledigen haben, machen Sie es besser schnell. Mann, er denkt, ich bin Mayas Anwalt. Ein altes Filmplakat. Das war anscheinend der erste Film, bei dem Mia weinen musste. Ich muss ihn mir bald mal ansehen. Jetzt, wo sie tot ist. Mias Lieblingstopfpflanze. Ich weiß noch, sie hatte einen komischen Namen, den sich niemand merken konnte. Cordelin Strict, da mein Bester. Wer war das denn? Der Himmel ist blau. Meine Laune könnte auch ein paar Drinks vertragen. Direkt gegenüber ist ein Hotel. Ah, da müssen wir später auch noch hin. Mias Schreibtisch. In perfekter Ordnung, wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist Mia. Schliff. Da sind jetzt viele juristische Bücher drin. Noch erschreckender ist, dass Mia wohl alle gelesen hat. Im Gegensatz zu Grossberg. Oder das sind alles alte Bücher von Grossberg. Hat sich neue gekauft und hat die hier ihr teuer verkauft oder sowas. So. Reden. Was Frau Fay betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Sie möchten wohl gerne die Ergebnisse sehen, oder? Schauen Sie mich bloß nicht so an, mein Bester. Das bringt gar nichts. Sie verletzt Ihr Boss, deshalb bekommen Sie aber keine Sonderbehandlung. Ja, also gut, Sie können den Bericht sehen, aber mehr nicht. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Der Typ ist so doof. Wegen Maya. Oh ja, ich freue mich schon auf den Prozess. Tut mir leid, mein Bester, aber diesen Prozess werden Sie nicht gewinnen. Warum sagen Sie das? Die Stadt hat Staatsanwalt Edgeworth die Anträge übertragen. Edgeworth. Sie wissen sicher, was das bedeutet. Sie sind ja selbst Anwalt. Ja, Staatsanwalt Edgeworth? Genau der, mein Bester. Mr. Miles Edgeworth. Höchstpersönlich. Moment mal, Sie kennen ihn doch, oder? Natürlich. Ich kenne ihn. Gefürchteter Staatsanwalt. Kennt weder Schmerz noch Gewissensbisse. Er wird nicht eher ruhen, bis das Urteil schuldig lautet. Nee, reden Sie nicht so über ihn. Es klingt ja, als wäre er ein Unmensch. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber er ist ein Unmensch. Aber ein netter Unmensch. Eigentlich ist er kein Unmensch. Ist eine lange Geschichte, ich weiß nicht, in welchem Teil das kommt. Ich glaube, im dritten Teil oder so. Erfahren wir was über Edgeworth Vergangenheit. Oh, das ist, da freue ich mich schon besonders drauf. Aber hier ist er ein Unmensch. Am Anfang ist er ein echter Unmensch und irgendwann wird er aber echt sympathisch. Trotzdem für, genau wie Gamsche. Wobei der von Anfang an schon für mich sympathisch war. Naja, trotzdem fürchte ich, dass der Fall somit weitgehend entschieden ist. So, Edgeworth ist mit von der Partie.
Er hat keinen Fall verloren, seit er mit gerade mal 20 Staatsanwalt wurde. Gibt natürlich Gerüchte über dunkle Abmachungen und gefälschte Beweise. Und sicher ist nur eins, sein auffallend leidenschaftlicher Hass gegen Verbrechen. Ich hätte nie gedacht, ihn schon so schnell gegenüberzustehen. Naja. Präsentieren. Anwaltsmarke. Wie war das? Tut mir leid, Junge. Für Leute wie Sie habe ich keine Informationen. Ich frage mich, ob Sie vielleicht etwas über das hier wissen. Die Statue? Das ist die Mordwaffe. Hallo? Glaubt auch, dass hier bloß eine Statue ist? Ich wünsche mir langsam, ich hätte dieses Ding nie zu Gesicht bekommen. Am Tatort wurde zerbrochenes Glas gefunden, richtig? Ach, das. Sieht so aus, als wäre eine gläserne Stehlampe neben dem Opfer umgefallen. Die Glasscherben waren Stücke der zerbrochenen Lampe. Da war noch ein Stück Papier neben dem Opfer, oder? Ja, auf dem der Name der Mörderin stand. Sind Sie sicher, dass Mia es selbst geschrieben hat? Der Schrift nach ist es schwer zu beurteilen, ob es Ihre Handschrift ist oder nicht. Also gibt es keinen Beweis, dass Mia es geschrieben hat. Ich frage mich, haben Sie vielleicht Mayaface Handy gesehen? Ach das habe ich. Könnten Sie es vielleicht zurückgeben, was meinen Sie? Klar, Moment mal, Junge. Raffinierte Anwalt. Oh, er hat mich erwischt. Wenn ich ihm sage, warum ich es brauche, werde ich es niemals bekommen. Stimmt, was nicht? Oh, nein, nur, Sie wissen schon, Inspektor. Ich weiß gar nichts, Junge. Handy sind viele Nummern, zum Beispiel die von Ihrem Freund. Sein Handy enthält alle kleinen und großen Geheimnisse eines Mädchens. Sie versuchen mich zu verwirren. Tut mir leid, Junge. Ich habe schon alle gespeicherten Nummern überprüft. Beeindruckend. Sie haben es ja ziemlich draus, Inspektor. Hier. Sie können das Telefon zurückhaben. Aber nee, keine verdächtigen Anrufe drauf. Scheinbar hat er das aufgezeichnete Gespräch nicht bemerkt. Alten Meyers Handy. Gehen Sie in die Gerichtsakte, um das aufgezeichnete Gespräch anzuhören. Letztlich habe ich alles gefragt, weil ich wissen muss. War's das, Freundchen? Ja, vielen Dank, ich verschwinde jetzt lieber. Oh, warten Sie. Ich möchte Ihnen noch eine sagen. Ich nehme nicht an, dass Sie mit dieser Zeugin reden wollen. Das lassen Sie jedenfalls Lester bleiben. Werden mit Ihren Anwaltsbetonen nicht die Zeugen beeinflussen, Junge. Der ist echt doof. Jetzt, wo ich dran denke, die hatte ich ja total vergessen. Und die Zeugin? Ah, Frau. Der ist so doof. April May, tut mir echt leid, aber ich kann Ihnen nichts über Sie erzählen. Gut, Sie haben mir gerade den Namen verraten. Frau May, nicht wahr? Sie haben sie also schon nach Hause geschickt. Ah ja, jetzt probieren Sie es also bei mir mit Ihren Anwaltsdienst. Bis zur Verhandlung darf sie jetzt immer nicht verlassen. Das heißt, sie ist noch immer im Hotel gegenüber. Ich sollte nicht versuchen, Informationen aus dem Inspektor rauszukitzeln. Da haben Sie verdammt recht, mein Lieber. Zeit, Frau May einen kleinen Berufsbuch abzustatten. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Junge. Wenn wir jetzt mit Anwälten zu tun haben, laut unser Motto offen und ehrlich. Es ist ein komisches Gefühl, alles aufgeschrieben zu sehen. Mias Tod erscheint dadurch so alltäglich. Ja. Mal gucken wir mal in der Gerichtsakte. Wenn wir uns jetzt endlich Sachen ansehen, da, endhaft prüfen, da. Das wollte ich ja schon ewig sehen. Sofortiger Tod. Mein. Vorlesen wäre schöner gewesen. Ich habe bloß ein Gespräch, ne? Ich versuch mal. Mia, was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Nun, ich möchte dich bitten, etwas für mich aufzubewahren. Schon wieder, was ist es denn diesmal? Es ist eine Uhr. Wir hatten das mal alles schon, aber ich lese trotzdem nochmal. Sieht aus wie diese Statue, der Denker, und sie sagt die Uhrzeiten an. Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zur Zeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Wie schade. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen, tut mir leid. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Dokumente, das sind also die Beweismittel. Ich überlasse das deiner Vorstellung. Bis später um 9. Dann können wir wieder zurück in die Strafanstalt. Oder gucken nochmal in die Anwaltskanzlei. Der wird bestimmt gleich da sein. Nachdem wir in der, Motel Gatewater waren. So. 6. September, Motel Gatewater, Zimmer 303. Nun, hallo, mein Hübscher! Hallo. Cool, right, echt cool. Ich bin der Anwalt, oder? Der Kommissar hat es mir gesagt. Er sagte, erzählen Sie diesem Anwalt nichts, Schätzchen. Hihihi. Memo an mich. Gamschuh danken, dass er mir die Arbeit erschwert. Uiuiui, da kommt man sich ja vor wie im Film. Das ist alles so aufregend. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh, lassen Sie mich kurz ins Bad, damit ich auch aussehe wie die schöne Augenzeugin. Der Anwalt, der Dienstkreuz vernehmen muss, tut mir jetzt echt schon leid. Ja, rat mal, wer das sein wird. Nicht Grossberg. Ein Schraubenzieher ist in die Schublade geklemmt.
Ich frage mich, was da wohl drin ist. Mal sehen. Was machen Sie denn da? Fassen Sie nichts an! Sie sollten nicht in fremden Zimmern herumschnüffeln. Sie wollen mich doch nicht verärgern, oder? Verärgern? Einen Moment, dachte ich, sie würde gleich explodieren. Ich möchte zu gern wissen, was in dieser Schublade ist. Die Blumen sind aus Plastik. War ja klar. Ich kenne Sonnenblumen und Tulpen und das ist alles, was ich über Blumen weiß. Das sieht mir eher nach einer Art Rosen aus, aber irgendwie auch keine richtigen. So Rosen in so einem Busch gesteckt. Pfingstrosen. Keine Ahnung. Ah, ein Gemälde ohne Menschen. Moment, heißen die Stillleben? Nicht unbedingt, aber ja. Egal, so eines hängt an der Wand. Doch andere Art von Gemälden ohne Menschen. Außer Stillleben. Ein einfaches Bett. Es wurde kürzlich gemacht. Nichts Auffälliges hier. Das Sonnenlicht des Spätsommers fällt durch das Fenster. Das ist ja das Gebäude mit den Büros von Faye und Partner. Man kann recht gut in die Räume hineinsehen. Trotzdem denke ich, es wäre schwer, ein Gesicht auf diese Entfernung zu erkennen. Kein Champagner hier angucken. Ich glaube, das wird später noch wichtig. Eine Flasche und zwei Gläser stehen auf dem Tisch. Hier muss also noch jemand anderes wohnen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles angeguckt. Das Interview sagen wir mal, führen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.